Topfgucker TV empfiehlt. Heute zeige ich Ihnen, wie man Wildschwein-Medaillons aus dem ganzen Rücken zubereitet. Jetzt suche ich mir erst mal die Mitte vom Rücken an der Wirbelsäule. Schneiden jetzt bis zum Hals. Das ist nur ein Stück Hals. Der Rücken geht dann ungefähr ab hier, geht der Rücken los. Und das, so ein ganzer Wildschweinrücken besteht aus zwei Seiten, wo man halt die Filets dann runterschneidet. Und man schneidet halt genau auf den Knochen, immer von oben nach unten. So, hier haben wir einen Knochen. Anfang finden. So. Der Rücken, der kommt wirklich aus unseren heimischen Wäldern. Heute früh geliefert. Gestern war er bestimmt noch lebend im Wald. So. Jetzt haben wir eine Seite auseinandergenommen. Die andere lassen wir zuerst immer. Und wenn man dann den ganzen Rücken rumdreht, hat man dann hier an der Vorderschnell die zwei Filets. Das ist das Beste am ganzen Stück. Das Teuerste. Da geht man auch direkt am Knochen lang. So. Aber viel Kraft brauchen wir ja nicht. Da brauchen wir auf der anderen Seite mehr Kraft, weil die gehen fast von alleine. So. Da haben wir jetzt hier das Filetstück vom Wildschwein und hier haben wir eine Rückenseite. So. Wir schneiden mal das Stickel ab. Das legen wir mal zur Seite. Wir machen dann die Medaillons für das Essen. Nehmen wir von dem Stück. Das muss vorher erst noch mal kurz ein bisschen parieren. Das heißt, die oberste Fettschicht runterschneiden. Aber das ist ja eigentlich ganz mageres Fleisch. Das ist wirklich bloß ein bisschen Fett. Keine Sehnen, nichts anderes. Mache ich jetzt hier mal einen Schnitt. So, jetzt drehen wir es rum. Jetzt schneiden wir die Medaillons. Die können ruhig ein bisschen dicker sein. Umso saftiger wird es. Dann in der Pfanne. So, da machen wir zwei Stück. So, und jetzt haben wir erstmal die ganze Fleischsache. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de